In der Gemeinde Bodenfelde hat sich nach der Festnahme des mutmaßlichen Doppelmörders Erleichterung bei den Menschen breit gemacht und eine unheimliche Wut über das grausame und sinnlose Verbrechen. Es wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bis die Menschen der Region die Bilder und Ereignisse verarbeitet haben, bis eine Art Alltag zurückkehrt. Während des Trauergottesdienstes mit 650 Besuchern in der Christuskirche brachte es Pastor Marc Trebing auf den Punkt. Es muss weitergehen für die Überlebenden. Auf Zetteln haben Mitschüler und Freunde eine letzte Nachricht für Nina und Tobias eingesteckt. Für die stille Trauer ist das Gotteshaus weiterhin jeden Tag geöffnet. Im Gebet versuchen die Menschen, mit dem Unfassbaren zurechtzukommen. Am Samstag soll die erste Beisetzung auf dem Friedhof in Bodenfelde stattfinden. Der ist nur wenige Meter vom Tatort der abscheulichen Tat entfernt.